Gabri Velger zu Al-Ahli, here we go. Wie Transferguru Fabrizio Romano berichtet, wechselt das spanische Top-Talent Gabri Velger nach Saudi-Arabien. Ausschlaggebend für den Transfer sei Al-Ahlis neuer Trainer Matthias Jaissle gewesen. Damit geht das nächste junge Talent trotz des Interesses europäischer Topclubs nach Saudi-Arabien. Neben der SSC Neapel war auch der FC Bayern am 21-jährigen Mittelfeldspieler interessiert. Al-Ahli zog jedoch die Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro. Zum Vergleich, der italienische Meister bot zuletzt 36 Millionen plus Boni. Auch gehaltstechnisch gehen die Angebote deutlich auseinander. Während Neapel wohl nur 2,2 Millionen bot, soll Velger bei Al-Ahli um die 12,5 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Diese Entwicklung im Profifußball scheint nicht nur viele Fans, sondern auch Toni Kroos zu stören. Unter dem obligatorischen Here-We-Go-Post von Romano kommentierte der Realstar mit dem Wort beschämend.